Erstmal speichern und gucken, was mir gefällt. Aber generell werde ich sagen, wenn ich die jetzt baue, dann werde ich die auch benutzen. Auch wenn die nur eine Einschusswaffe ist. Das sind 1000 Schaden, also generell stirbt fast alles sofort. Bau ein plus zwei NID-Plätze unbedingt mit eine Nicht-NID. Mein Gott. Und vor allem witzig ist, ich weiß immer noch nicht, was gemeint ist im Chat. Ich gehe jetzt erstmal ins, nicht Tech-Lab, sondern ins Bio-Lab. Obwohl Cora ist bestimmt nicht hier. Nö. Warum soll sie auch hier sein? Sie hat noch gesagt, sie hat das Ding entschlüsselt. Oder war das Jill? Die Torianer setzen an. Hey, Ryder, was gibt's? Es war... Ein plus zwei Modplatz. Zu spät. Ah. Ja, jetzt weiß ich aber, was sie meinen. Im Chat gerade. Ich denke, ich werde auch so überleben. Wundere mich gerade nur, wo Cora jetzt hier rumlungert. Ihre Moscha ist zäh. Erinnert mich an meine Mutter. Ist sie auch das Herz ihrer Gemeinschaft? Sie musste sich nie gegen eine Phalanx von Cat behaupten. Aber sie hat es mit mir aus. So, jetzt aber. Wir haben es geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Der Flugschreiber war ziemlich stark beschädigt. Sind diese NAV-Punkte verlässlich? Was haben wir denn schon zu verlieren? Selbst im schlimmsten Fall kommen wir der Arche zumindest ein bisschen näher. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass sie sie finden, bevor die Kette es tun. Wir brauchen Frischfleisch. Deshalb will sie die Asari finden.
Ach, Moment, Moment, nein, runter. Oh. Wenigstens sehe ich jetzt gerade, dass es eine automatische Bewegung ist beim Benutzen. Ich muss gar nichts machen. Ich habe jetzt immer früher nach unten gedrückt. Mal eben den Andromeda-Penis rausholen. Okay, hier habe ich schon mal nicht mehr. Ich dachte, vielleicht ist auf meinem Terminal auch noch was. Aber nein. Forward Orbit ist stabil. Ach komm. Wenn wir den jetzt ausschalten, dann den Architekten, dann passt das schon. Mhm. ...1154 Schaden. Was will man mehr? Warum sind das alles denn Magazinverbesserer? Aber fällt mir ein, ich habe gar nicht die nächste Helios-Panzerung gemacht. Egal. Nähern uns der LZ. Dann testen wir die mal im Einsatz. Ich muss auch sagen, die Familie Ryder ist ja okay. Aber Shepard war einfach cooler. Shepard war einfach eine coole Socke. Und Ryder ist so ein... Oh, weiß ich nicht. Jetzt nach 45 Stunden oder wie lange ich jetzt dran bin. Er ist einfach irgendwie schwer einzuschätzen. Teilweise versucht er einfach cool zu sein und hat dabei dieses schmantige, sag ich mal... Er vermittelt so dieses Gefühl... Wie so ein Vater, der sich irgendwann mal sagt, jetzt will ich mal von meinen Kindern cool sein. Ich habe seit 30 Jahren zwar, gucke ich irgendwie nur den Tatort Sonntag, aber das wird schon klappen. Also irgendwie kauft man dem einfach nicht ab, dass der so jung ist. Der kommt einem auch so ein bisschen altbacken rüber. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Aber der Ryder hat nicht so viele Sympathien von mir wie Shepard. Bei Shepard
war immer so, ich muss Shepard spielen, also ich muss den vordefinierten Charakter spielen. Einfach weil ich mit dem halt das alles verbunden habe. Und muss mir halt keinen eigenen machen, aber hier würde ich sagen, ach drauf geschissen, ey. Ob der jetzt aussieht wie ich oder wie irgendjemand anders. Auch so ist kein Rider. Ich soll bitte sagen Shepard Commander und nicht Commander Shepard. Ich kann's kaum erwarten. Lassen Sie sich von seiner Größe nicht einschüchtern. Aber hier ist immer noch doppelt so kalt. Beziehungsweise wir haben immer noch Gefahrenstufe 2. Also ein bisschen Aua machen wir anscheinend definitiv. Er schafft Verstärkung. Nehmen Sie die Beine ins Visier. Kälte registriert, Pathfinder. Oh, Platin. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Ach, wie es einfach viel zu kalt ist hier, ey. Halten Sie den Kopf an, er ist ungeschützt. Upsala. Ich häng fest! Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Nehmen Sie die Beine ins Visier!
Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ja, 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 alles cool. Er hat sich Feinde gebaut. Wo sind denn seine Freunde? Setzen Sie voll auf die Beine! Nein! Der wird wahrscheinlich nicht so weit wegfahren, oder? Wegfliegen. Lassen Sie ihn nicht entkommen! Naja, er bewegt sich auf der Stelle. Was soll passieren? Ach, man muss sich echt fragen, Junge, was ist dein Problem? Können wir nicht darüber reden? Ach verdammt, ich habe vergessen, die Asari-Klinge auszurüsten vorhin. Na toll. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Er hat sich Feinde gebaut. Ich finde, die einzige Gefahr von ihm ist wirklich, wenn der, wenn dieses schnelle Geschütz gestartet wird von ihm. Mit allem anderen kann man echt gut leben. Greifen Sie die Beine an! Das Bein ist zu! Registrieren. Temperatursturz.
Nähe ist ungeschützt. Oh oh. Schlechte Position gerade. Aber diese ganzen, weißt du, vor allem im Hintergrund diese vier Töne, die durchgehend laufen einfach nur. Ich bin Ryder. Feststecken gehört zu meinen Aufgaben. Willst du nicht mal wieder ein Bein aufmachen, mein Freund? Und ich meine ja nur. Muss ja auch irgendwann mal weitergehen hier im Kampf. Alter Schwede. Ja, tut mir leid, ich bin jetzt nicht der Schnellste. Wenn ich hier hinter einem Gebäude stehe, kann ich auch nicht sofort durch das Gebäude durchschießen, um den Kopf anzuhitten. Hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Boah, Sam, nächstes Mal bitte ein bisschen früher, ne? Die Systeme versagen, Pathfinder. Greifen Sie den Kopf an, er ist ungeschützt. Durchhalten, Charles! Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Da kommen noch mehr Relikte! Juhu! Mehr Party! Die
Beine sind seine Schwachstelle. Übrigens, wenn die Singularität richtig dranhängt, dann macht die auch Schaden permanent an der Leitung. Das ist eigentlich auch ganz cool. Die Temperaturen liegen unter und sinken weiter. Da kommen noch mehr Relikte! Oh Mann, ey. Also der Kampf geht mir echt gehörig auf die Eier gerade. Nehmen Sie die Beine ins Visier! Ja! Bald. Boah. Ja, ein Hoch auf automatische Türen. Habt ihr gesehen? Ich habe eine Biotie-Explosion ausgelöst bei ihm. Da hat der Hund gerade auch vor Freude direkt gepupst unterm Tisch. Ja. So langsam. Kann ich ihn einfach mit dem Fahrzeug umfahren? Ich sehe übrigens gerade, es wird schon wieder sehr kalt. Und während ich jetzt hier stehe, ziehen sie auf den Kopf. Ob ich das einfach wusste, dass es genau in dem Moment kommen wird, ne?
Ziehen sie auf seinen Kopf? Der Kopf ist verwundbar! Es ist so kalt! Es ist so kalt jetzt! Haltungssysteme sind offline. Du verdammte Scheiß-Eiswelt! Dir prügel ich noch die Platine aus der Fresse! Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ich weiß! Mal das Gefühl, es geht immer schneller weg. Ja, und sie machen zusammen Bridge-Abend. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Lade Munition nach! Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Na toll. Ich dachte, eine Schwachstelle ist die wie bei jedem Wesen, die Ehefrau. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Bam 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 bam. Jetzt macht dein scheiß Bein auf. Geht doch, von der Position ist das gerade nämlich perfecto mundo, ey. Oh, Loot. Juhu! Komm her, ich will mit dir interagieren. So. Dann machen wir mal den Anzug schon mal auf. Und dann steck dein Plug and Play in ihn rein. Wir sollten Priya erzählen, was hier passiert ist. Oh,
Und jetzt erfriere ich und sterbe. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist... Kann die dramatische Musik jetzt aufhören? Mein Kaffee ist auch alle. Lauter Hiobsbotschaften auf einmal. Toll. Ich wollte jetzt schon sagen, toll gemacht, Shepard. Nein, es ist natürlich Ryder. Oh. Oh. Ne, ich bin zu faul, außen rumzulaufen. Ich mache jetzt Schnellreise über 2 Meter.